Erneut kam die Flamme von Udun, Durins Fluch, über Mittelerde. Und wie einst sein Volk, brach die Kreatur auch Gimli und alle, die ihm in die Dunkelheit der Minen gefolgt waren. Seitdem ist Moria ein Ort des Bösen, den niemand mehr zu betreten wagt. Und wieder machen sich die Nazgul auf, um die letzten Opfer des dunklen Herrschers zu suchen. Die Armeen des Westens bereiten sich in den Ruinen der Wetterspitze auf ihre letzte Schlacht vor. Hier feierte vor langer Zeit der Hexenkönig einen schrecklichen Sieg. Damals, als die nördlichen Armeen der Menschen zermalmt und der Turm von Amon-Sul zerschmettert wurden. Nun wird der verwitterte Fels dieses Ortes Zeuge einer letzten verzweifelten Schlacht. Denn es gibt kein Entkommen vor den anstürmenden Armeen der Dunkelheit. Ja, und herzlich willkommen zurück zu der 2. Ja, dann geht die Eroberung. Mit der Mission, die Angriff der Wetterspitze immer noch Samus Aufstieg, also die böse Kampagne. Und mit dem Paar haben wir ein bisschen länger gebraucht für die Vision. Macht aber nichts. Es wurde Mai 2019, drittes Zeitalter, und wir starten wieder als Krieger. Das ist euer Ziel, Jungs! Weg damit! Ja, die Map mit der Spitze, die wir auch noch nicht kennen, weil wir den Kampagne keine Rolle gespielt hat. Oh, scheiße, andere Krieger, ne? Die sind so behindert zu besiegen. Wo ich eigentlich nichts falsch mache. Ich glaube, dass das Magier besser gewesen wäre, oder Schütze, wir gehen die schnell kaputt. Ja, weil ich will keine Hilfe bekommen von irgendwem, ne? Zerstört das hier, Mann! Mir auch keiner erklärt, dass man das rausspielen kann. Das habe ich jetzt rausgefunden. Naja. Das ist vielleicht auch machbar. Jawohl. Wie sie die Entwickler natürlich nicht. Ich könnte ihn aber auch wohnen hinten, muss man aufpassen. Mit F kann ich jemanden greifen. Na, guck mal her. Komm. Zerstört das Ding, ihr Schwächlinge! Kann der End mal bitte die Finger von uns lassen? Scharf, Gott sei Dank. Das ist euer Ziel, Jungs. Weg damit. Sie sind fast am Ende, Jungs. Stürmt den Vorposten dort und dann gebt ihnen den Rest. Nur der Ende. Oh, ein bisschen down. Können wir auch dafür, wenn die uns bauen, nix, genau. Da hier sind Elefanten und so auch in die Wetterspitze gekommen. Sehr gut. Erober den Vorposten! Wir brauchen ihn, um die Oberhand zu behalten! Aber ich hab den Typen hier in die vier Leute da vorne geschnitten. Guten Tag, wie geht's denn so?
diesen Vorposten, ihr Mann! Also schafft mir diesen Abschau vom Hals! Nehmen wir schon ein. Sprecher. Alles gut. Wir haben den Vorposten. Aber wir kriegen Besuch, Jungs. Werft alle Hauptleute Gondors nieder. Ah, Mann, so P. Da spielen wir den. Erschlag ihre Hauptleute! Ich hab meine Hammer zerstört, ihr Typen. Machen wir hier, zack. Bringt endlich ihre Hauptleute zu Fall. Ist doch, weil die macht das. Diesen hässlichen Hauptleuten eine Lektion. Sah man sich der beste Held, muss ich sagen. Das sind Geschichte. Gute Arbeit, ihr Mann. Ah, ganz der Nächste. Den ist das da auf dem Wachturm, König Aragorn? Holt ihn euch! Bringt ihn zu Fall! Ach, der wurde schon, obwohl mir das jetzt gefallen ist, wurde der schon gekrönt. Das finde ich ja sehr sympathisch. Ja, der Bug muss halt jeden Part passieren, klar. Das wäre sonst langweilig, wenn das Spiel auch auf Bugfrei laufen würde. Ich glaube, dass das Spiel einfach nicht nur um Monitore gedacht ist und deswegen wahrscheinlich halt immer dieses Bug passiert. Trotzdem möchte ich da ganz gut mich aufregen dürfen. Zeigt ihnen die Stärke unseres Volkes! Boom. Hier geht's mehr dodged. Seine Herrschaft endet heute! Volkes. Keine Stärke, du bist nicht mein originaler Sprecher, du bist nicht wie gewohnt. Wow. Das hat er nicht gern gehört. Das war's da wohl mit dem König. Gewonnen. Jetzt wird der dunkle Meister über uns alle herrschen. Easy Sauron, ey. Für dich mache ich das alles. Aragorn, Isildurs Erbe und König aller freien Völker, fiel als Letzter. Unsere letzte und größte Hoffnung auf den Sieg wurde am Ende von denselben Kreaturen niedergeworfen, die einst seinen Vater erschlagen hatten. Nun schwellen die Armeen des dunklen Herrschers zu einer hasserfüllten Woge der Bosheit an, die alles verschlingen wird. Ja, das haben die Orks so nicht geschafft in der Story. Das haben sie nur geschafft, weil wir ihm helfen. Bruchtal ist das Nächste.
Bruchtal ist nur noch eine Insel, die von wütenden Stürmen umtost wird. Hier haben sich die letzten Elben Mittelerdes noch einmal um mich geschart. Wenn die Elben die hereinbrechende Flut nicht aufhalten, kann nichts mehr die nahende Dunkelheit abwenden. Wir müssen unsere Unsterblichkeit opfern für die Überlebenden Mittelerdes. Über keine Überlebenden mehr. Ziemlich der Fall von Bruchtal. Angeblich am 23. Mai 2019. Das hat er, zum Glück ist es nicht passiert. Aber wenn man böse ist, dann kann man das auch wollen, dass es passiert. Oh, wir dürfen Urukai-Magier spielen. Cool, dass die dummen Orks. Wir müssen uns sammeln! Schnell! Erober den Bereich hinter dem Tor! Gegen Elben. Halte die Stellung, ihr Mann! Das ist wichtig! Erobern! Gutes Elbenwerk, ihr Mann! Das Gebiet gehört uns! So, Herrn! Überquert den Fluss und besitzt das andere Ufer! Bewegung! Wir haben sie wütend gemacht! Oh, jetzt habe ich schon Angst, dass sie wütend sind. Ah, die können sich ruhig mit abschießen. Sie verjagt, aber noch sind wir nicht fertig. Holt euch das Ding! Ihr habt es, ihr diebischen Ratten! Bewegung, ihr Maden! Das Objekt wartet nur auf uns! Nein! Wow! Kann ja auch schon was Held spielen wollen, aber es ist aufgeploppt. Naja. Ja, ich bin jetzt nur gespawnt, weil ich dachte, vielleicht können wir in den Helden spielen, weil der Ton kommt, aber es scheint ein Bug zu sein. Und das gehört einfach zur Map, das kann nicht auch sein. Also auch, dass der Buben mal Helden spielen kann. Ja gut, das hab ich uns sonst noch toll fallen lassen, weil wir eh kurz drauf abstanden. Jetzt sind wir mal wieder als Krieger durch. Ne, hör mal auf zu bellen. Komische Bergen auf Bellen.
Nein, wir waren fast durch. Holt euch das Ding! Ihr habt es, ihr diebischen Ratten! Bewegung, ihr Maden! Das Objekt wartet nur auf uns! Noch endlos neue, sind wir mal ehrlich. Schon mal einen neuen Troll. Weil. Da kommen wir niemals normal durch mit viel. Jetzt, wenn ihr mitkämpfen könnt. Bringt die Signalfackel zum Glockenturm. Beeilung! Ja, ist der Glockenturm, den ich da die ganze Zeit höre. Du jetzt her. Der Enderer umfällt. Stellt die Glocke ab, ihr Mann! Dann verlieren die Elben jede Hoffnung! Im Kakturm. Der Glockenturm ist Schrott. Jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Der Meister verlangt, dass wir alle Erinnerungen an die Elben tilgen. Zerstören wir ihre Aufzeichnungen. Muss ich mal ein bisschen durchkloppen, weil sonst KI zu dumm dafür ist. Weil der Bücherregal tut, ne, machen sie wie evil. Jetzt mach mal Platz da. Deutschen Elben. Clean ist ja toll, ganz gut, aber man kommt hier leider nicht durch mit dem, der ist zu fett. Ah, doch hier. Aus der Geschichte, ihr Mann. Schöner Feuerball. Da bringt der Schild auch nichts. Noch einer. Wenn die jedem Level hätten, wäre es einfach die Trolle. Oh, er runzelt. Und mit ihnen ihre Geschichte. Nur die Orks werden bleiben. Endlich zeigt Elrond, der Elbenkönig, sein feiges Gesicht. Jetzt mal Vorsicht noch anmachen. So. Bring den zu Fall! Nicht gefallen. Bringt den Elbenring zum Tor. Der Meister verlangt ihn. Elrond hat seinen Ring der Macht verloren. Holt ihn und bringt ihn zum Tor.
Ja, genau, und ist verschwunden. Den wollten sie anscheinend sterben lassen, weil er ist ja der Sprecher, ey. Wahrscheinlich ist das wirklich der Grund, warum sie ihn im Leben gelassen haben. Ist der jetzt denn auch einfach getötet? Was ist denn da schon wieder falsch, ey? Der Beleuchtung. Naja, kann ich nichts machen. Wir haben es bald türkisches Spiel, da muss ich mich da wohl nicht mal aufregen. Ganzes Vollpreistitelspiel mit mehreren Stunden Spielzeit als Story hätte ich übrigens nicht überstanden mit den Bugs. Muss ich jetzt nicht mal sagen. Beeilung! Der dunkle Meister braucht diesen Ring! Wir sind gleich da! Na, servus. Erober das Schlosshaus, ihr Hunde. Der Meister ist zufrieden. Endlich hat er den letzten Elbenring der Macht. So viele sind gleich selber mal kommen, um hier rumzukühlen. Ihr kleines Flusshaus. Mal sehen, wo sie sich verstärken. Ich müsste mir alle One-Hit der Sache und bin mal ehrlich. Wir müssen noch was erledigen. Auf zum Flusshaus. Nämlich ich Schmale, ich bin Sauron. So. Wie sie einen Stamm bekommen, ey, so schlecht. Macht hin, meine Diener. Das Schlosshaus ist jetzt ein Orkhaus. Gute Arbeit, Jungs. Ha, er runter von der Stämme. Bringen wir es zu Ende. Findet diesen Elben. Vernichtet Legolas. Holt euch den Elbenkönig. Macht ein Ende mit diesen Elben. Das sollte jetzt der Gefährten die fracken müssen. Er war gegen Sauron, schauen wir mal. So wie er noch alles ablocken kann von Sauron, ey. Ich werde euch aufhalten. Fällt diesen widerlichen Legolas. Los! Schnappt euch Elrond. Tod dem Elbenkönig. Sauron's Verdicht. Der widerliche Legolas ist tot. Sauron's Verdichtungsschlag hat Legolas mitgenommen. Das finde ich ja sehr
ist sehr episch. Waffenfiese sehr die Hauptmänner, ey, die haben mich getötet. Rüstet euch! Toll, da kann was sein. Wieder geflogen ist. Nice. In sein eigenes Wasser und ertrunken. Der letzte Elbenkönig ist tot. Kommt er da so an, fällt so über die Balustrade und ist weg, ey. Das war ganz lustig. Wie ist das Ende, Leute? Es gibt noch ein Level. Machen wir ein paar länger. Mein Volk konnte die Ork-Horden nicht bezwingen. Nur eine Handvoll Elben hatten überlebt. Ich war einer von ihnen. Nur noch die gütigsten und reinsten Wesen Mittelerdes sind noch nicht geschwunden. Doch nun droht der Schatten des dunklen Herrschers auch sie zu verschlingen. Ja, es ist jetzt das Auto nämlich dran. Nun droht die eiserne Faust des dunklen Herrschers auch das Auenland zu zerquetschen. Es gibt kein Entkommen für die Halblinge vor dem Krieg, der nun ihre Grenzen erreicht. Die letzten freien Menschen eilen ihn zwar zu Hilfe, doch der Feind ist übermächtig. Wargreiter und mächtige Kriegsbestien sammeln sich zum Angriff und niemand vermag ihnen zu widerstehen. Vielleicht kommt der dunkle Herrscher selbst, um sich an seinem Triumph zu weiden. Und vielleicht können wir unser Leben dann mit Gandalfs Hilfe so teuer wie möglich verkaufen. Verzweifelt führt Baumbart daraufhin die Ents auf ihren letzten Marsch. Gemeinsam können Ents und Halblinge dem Feind Einhalt gebieten. Aber wie lange? Zerstörung vom Auenland. Ach, der Juni 2019, du bist halt, Alter. Diese Bauern denken, in ihren kleinen Hütten sind sie sicher. Brennt ihre Grashäuschen nieder! Vernichtet das Auenland! Lasst keinen Stein auf dem anderen! Da kommen die Hobbits, jetzt sind wir mal nieder. Ich bin die Hautbogenschütze, die eigentlich ziemlich gut sind, könnte was gegen machen. Zerstört alle Hobbithöhlen! Macht daran so wenig Schaden. Natürlich, weil sie genau davor aufgebaut sind. Das ist echt voll brutal. Ja, Hobbits. Sie brechen wie Feuerholz! Da vorne sind noch mehr Hütten! Eigentlich weil es zerstört, aber ist jetzt egal. Wenn ich wohl mit gleichen Magen deckt, können wir ja schon alles nieder. Die Hütten. Toll, wie die ihre verbrannten Hütten noch verteidigen wollen.
Zerstört alle Hobbithöhlen! Jährliche Hobbitöhlen stehen noch. Vernichtet das Auenland. Lasst keinen Stein auf dem anderen. Ich nehme mal vor, dass wir das geht vorschlagen. Und auch den End hier. Zack. Nieder! Ich bin nicht gebufft. Ja, lauf ins Feuer hin, das war echt clever. Sehr gut, Ding hat's vollbracht. Keine Halblinge mehr! Sie hatten hübsche Häuser, jetzt sind es Gräber. Das ist Baumbart. Er wird uns nicht stören. Macht Kleinholz aus ihm. Er ist Ach. Der Oberste der Baumhirten. Fällt ihn! Ja. Würde ich gern, wenn ich dabei auch mal umgehen würde. Baumbart ist nur noch ein Haufen Brennholz und Asche. Er wird das Auenland nicht mehr beschützen. Tod allen stinkenden Halblingen! Jo, der hat den Balrog aber auch zerlegt am Ende. Tod allen stinkenden Halblingen! So, jetzt müssen wir ein paar Hobbits töten. Wenn die Masse schießen, irgendwie treffen wir mal. Kann ich auch mal treffen, danke. Saruman sagte, lasst keinen Halbling am Leben. Sie euch verschont niemanden. Tja, ich weiß auch, ich spüre, ich wollte noch so viel Hobbits wie wirklich mit dem vorschrecke. Lass mich mal ein bisschen grillen, würde ich sagen, oder? Oh, der ist auch schon so.
Häuptlingen! Massengrab. So, Gandalf. Heute Abend gibt's Hobbit. Das ist also Gandalf der Fresse. Wieder mit ihm. Bring dieses Schlachtfest zu Ende. Und damit geht das letzte gute Mittelerde mit ihm zusammen down. Let's go. Haben wir gewonnen. Sauron selbst pusht es zu, dann soll er es tun, das ist erstellt. Let's go. Aber ihr werdet sterben wie alle anderen. Ach, die nehmen noch ein paar mit. Guck mal, wie der anfängt zu rennen. Weg mit euch. Guck mal. Zack. Habt keine Furcht! Und ich möchte ganz auch, ne? Hier können wir leider nichts auf der Klippe schmeißen. LOL! Holt euch den Zauberer! Uns hält nichts auf! Weil man auch Sauron einfach so hochhebt und wegtragen kann. Selbst als Ding wäre das doch nicht. Selbst als Adler wäre das hier nicht gelungen, Alter. Das Spiel ist echt ein Witz. Für den typischen Gewinner keine Hilfe, muss er wieder alleine durchschmitzeln. Meine Zeit hier endet. Genau wie deine. Dann mach mal. Der Hobbit da sitzt. Er ist zäh. Aber er wird sterben wie alle anderen. Hätte ich machen sollen, Hobbit, das ist sein Tod. Diesen dunklen Ort zerstören! Das ist Auenland. Ja, das zerstört auch. Tja, Gandalf ist auch stark. Aber er hat nur unter der Hälfte. Wir haben noch 7 Leben, also alles easy. Okay, so eine Range haben wir gut, also nicht. Aber da kommt der nächste Adler. Den Zauberer! Uns hält nichts auf! Jetzt wird geheilt. Die Heimat der Halblinge muss bewahrt werden! Ja, ich werde noch Mitleid mit dir, Gandalf, wenn du den Originalsprecher hättest, was du aber nicht hast. Ja, der burnt jetzt weg. Oh, jetzt heilt er sich wieder, Mann. Der war so gut wie tot. Nichts können er irgendwie töten können. Unterschätzt mich nicht. Er ist zäh. Aber er wird sterben wie alle anderen. Ich hätte lieber mit Sauern gekillt, aber... Der Zauberer ist naja. Tot. Das Auenland gehört. Das war's dann wohl, Leute. Sauron ist an die Macht gekommen. So wie es sein muss. Eigentlich soll es nicht so sein, aber wir haben es mal gemacht. Easy. Dies ist das Ende dieses fröhlichen Volkes. Ihre Hobbithöhlen sind nun Gräber, ihre Bäume Brennholz. Und die wenigen Überlebenden wurden vom dunklen Herrscher versklavt. Nicht einmal Baumbart konnte den Orks am Ende trotzen. Er ist nun ein Leuchtfeuer, in dem die Leiber der gefallenen Halblinge brennen. Selbst der große Zauberer Gandalf konnte dem dunklen Herrscher nicht trotzen. Er ist gefallen und unwiederbringlich verloren. Sein Schicksal ist besiegelt. All jene, die nicht in diesem Krieg kämpften, werden nun seine letzten Opfer sein. Ihre Häuser werden brennen und die Zukunft ihrer Kinder wird auf Saurons grausamem Altar geopfert. Was bleibt, sind Tod und Verderben. Denn die Grausamkeit des dunklen Herrschers ist grenzenlos. Und am Ende wird nichts mehr sein. Denn nun hat das Böse alles Leben verschlungen und uns alle in die Dunkelheit gestürzt. Ja, Zauberer ist der Herrscher Mittelerdes. So wie es fast gekommen wäre. Und damit haben wir Switch gespielt, Leute. Jawohl, alle Maps haben wir gesehen, außer dem Zuge der Story. Ich zeige euch jetzt aber die Credits noch und wir gehen noch ein bisschen drüber. Weil die wird es ja nicht gezeigt. Genau. Das war die Herr der Ringe Eroberung, das Let's Play.
Hat sich nicht sehr lange gedauert. Ich glaube, das waren so ein paar Parts. Okay, zweiter war schon Überlänge, aber sonst... Ich selbst wenn nicht mit Überlänge, wäre es so zwei Parts mehr geworden. Also ist jetzt auch nicht so viel. Man muss sagen, klar, Pandemic hat das sehr gute Battlefront damals auch gemacht. Vor, also Battlefront 1 und 2 vor der Herr der Ringe in die Eroberung. Nach der Eroberung ist Pandemic pleite gegangen, musste geschlossen werden, bzw. wurde von EA komplett übernommen. Ne? Ist deswegen eigentlich gar nicht mehr so vorhanden jetzt quasi. Und kurz darauf, ich glaube, das war wirklich eines der letzten Spiele, wo sie noch ihre, ja, EA noch die Herr der Ringe Lizenz hatte. 2009. Danach haben sie verloren an Warner Brothers, die dann eben, ja, weiterhin jetzt Herr der Ringe produzieren bis zum heutigen Tage. Deswegen, man kann vielleicht verstehen, weshalb. Das Spiel kam damals auch nicht so gut an, glaube ich. Es wurde nicht so lange Multiplayer, glaube ich, gespielt und irgendwann, es darf jetzt auch heutzutage auch nicht mehr verkauft werden. Es gehört ja zu den Herr der Ringe Spielen, die nicht mehr so einfach zu bekommen sind. Ich muss aber ehrlich sagen, hab's ja gemerkt, in meinem Level, es macht zwar Spaß, ich mal manchmal so Dinge im Dusch zu metzeln, aber es kann auch frustig werden. Und die Story ist halt nicht sehr lang, ich hab's gesehen, es ist jetzt kein großes Ding. Klar, im Multiplayer hat man noch ein bisschen länger Spaß damit, klar. Aber wie gesagt, der läuft halt auch nicht mehr, nur mit Dedicated und Freunden. Ich habe jetzt nicht Leute, mit denen ich spielen könnte, deswegen ist halt so, ne? Ich habe jetzt trotzdem die beiden Stories auch mal durchgespielt und euch alle Maps gezeigt, wenigstens kurz mal überklickt, gegen was für Spielmodi gibt. Klar, damals hat man bestimmt seinen Spaß damit haben können, Multiplayer zumindest, sorry, Singleplayer ist halt leider nicht sehr lange, muss man ehrlich mal sagen. Aber es gehört trotzdem nicht zu den besten Herr der Ringe Spielen, in meinen Augen zumindest. Deswegen würde ich jetzt einfach mal mit unserem persönlichen Ranking, was wir hier haben, es auf jeden Fall so fügen, dass die Gefährten immer noch das Schlechteste ist. Danach kommen die zwei Türme. Danach das hier, nämlich die Eroberung und die dritte Zeit, da finde ich persönlich ein bisschen besser als die Eroberung. Deswegen würde ich es da gut ranken. Mehr Spiel hatten wir ja bis jetzt nicht. Im Herr der Ringe Let's Play-Reihe, das heißt, wenn ihr die anderen noch nicht geguckt habt, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Die Gefährten möchte ich immer noch replayen, aber ansonsten könnt ihr es bis dahin erstmal das alte Display gucken, das ist noch okay genug. Und das nächste Herr der Ringe Spiel auf der Liste wird dann die Schlacht der Mittelerde sein, in der guten Kampagne. Also Schlacht der Mittelerde 1, aber ohne Mods und so erstmal, sondern einfach nur erstmal das Hauptspiel, ohne Modifikation. Mit der Story der guten und dann der bösen Kampagne. Und was danach kommt, sehen wir dann weiter, aber auf jeden Fall, dass dieses Spiel wird auf jeden Fall die Schlacht um Mittelerde 1 werden und darauf freue ich mich schon mal, weil das habe ich eben auch hier und das werde ich auch zocken. Und das wird so das erste Herr der Ringe Spiel, wo ich sage, dass es richtig geil ist und deswegen, genau. Die Eroberung ist zwar okay, klar, man hat seinen Spaß damit haben können. Ich war jetzt auch nicht so gefrustet wie bei zwei Türme, aber es ist trotzdem schlechter als das jetzt Zeitalter, was auch noch ein bisschen cool war. Und klar, hier gab es auch eine böse Kampagne, was auch wieder eine coole Idee war, klar. Und die Maps sind auch nicht schlecht designt. Also das Spiel an sich ist wirklich nicht schlecht. Aber ich finde, das Herr-der-Ringe-Spiel gehört auch zu den schlechteren Spielen. Ja, das ist zumindest meine Meinung. Wenn ihr andere Meinung habt, schreibt mir gerne in den Kommentaren, weshalb. Und würde mich interessieren. Und wir sehen uns beim nächsten Herr-der-Ringe-Projekt wieder, was dann eben die Stadt Mittelerde 1 sein wird. Bis dahin, macht's gut, euch einen schönen Tag und ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal gerne auf meinem Kanal noch nach weiteren Projekten schauen, die euch interessieren. Und einen Daumen nach oben geben, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wir schauen jetzt noch die Credits hier zu Ende. Also ihr könnt hier zu Ende noch schauen, wenn ihr Interesse daran habt. Ich melde mich aber schon mal ab. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Herr der Ringe-Projekt. Bis dahin. Tschüss.
Ja, zu dem Schwittelfängsatz muss man sagen, da haben sie recht. Wollte ich am Ende nochmal gesagt haben. Also, vielen Dank fürs Zusehen, da ist es vorbei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.